Hallo Lars, wie geht's dir denn heute? Gut. Wo sind wir denn? Am Gardasee. Was machen wir heute noch? Und wir gehen Moped fahren und dann treffen wir uns mit ein paar Mädels. Wir fahren heute eine Runde Motorrad am Gardo di Lado Lala. Lago di Garda, Italia, Pasta e Pizza, de Quattro Formaggi. Ihr wisst ja, ich bin gegen Tierquälerei, deswegen, wir werden den Debiter entfernen. Ja? Das ist immer ein ernstzunehmendes Thema. Es wird in Deutschland wirklich teilweise noch unter den Teppich gekehrt. Debiter gehören nicht in Auspuffanlagen. Ja? Ich habe jetzt schon so Arschwasser, es ist so unfassbar warm. Hallo, ich bräuchte einen Schraubendreher. 15er. Einen Schraubendreher. Schlitz. 50er. Schlitz, egal. Ein Dreher. Schraubendreher. Dreher. Ja. Was für ein Dreher? Ein Schraubendreher. Ja, nee. Ja. Schraubendreher. Schraubendreher. Dankeschön. Meine Assistenz ist wirklich die beste. Das hier ist der Debiter von Maurice. Könnt ihr mal sehen, was das für ein Unterschied ist. Acra und FMF. Seid gegen Tierquälerei und entfernt die Debiter an euren Auspuffanlagen. Nehmt das bitte ernst. Es wird asozial werden. Das war eine Supermoto. Ah, Kollege! Direkt hier gegenüber von uns ist, wie man unschwer erkennen kann, die Polizei. Und links neben mir, schönen guten Tag. Du bist der? Landi. Und der Landi ist auch wirklich ordnungsgemäß unterwegs. Kennzeichen ist nicht dran, denkt man jetzt. Dreh dich mal um. Doch, ist dran. Mit Kabelbindern an dem Rückenprotektor, sogar mit Reflektor befestigt. Also wirklich, Schockgesell, hast du sehr gut gemacht. Digga, er eskaliert direkt komplett. Ihn juckt's hier gar nicht. Die driften mit dem Auto da alle Bikes Reihe an Reihe geparkt und die driften mit dem Auto voll den Roller mit in diesen Wald rein. Gut, ich spring jetzt auch mal. Hey, geil! Das hat sich gar nicht so scheiße angefühlt. Ja, damit war es okay. WTF, Alter. Fast in die Brennnessel reingewichst. Bleib stehen, bleib stehen, das Motorrad. Lars. Lars, immer mehr Glück als Verstand. Oh! Oh! Was? Alter, hier ist ja voll die Aussicht. Was ist das denn? Digga, die haben die Straße gefühlt vor einer Stunde fertiggestellt und wir ballern jetzt hier schon drüber. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht sein, Mann. Die haben die Straße legit vor einer Stunde fertiggestellt. Chiamo Carabinieri. No, your collega. He said like, whoop, Willy. Chiamo Carabinieri, dopo se fate ancora. No, disse in penna, fare male. Your colleague, he said like, whoop, yeah. Your colleague said Willy. To me? No, you. Your friends. Oh, they're not good. No. I'm good. You. Good? Okay. Junge! Oh nein!
Aber deine Sicherung hat gehalten. Mein Dad hat es mir gebastelt. Junge. Danke, Dad. Das ist eine Kennzeichenschaukel. Guck mal. Für Liebespärchen. Digga, es hat einfach ein Vogel gerade auf dein Motorrad gekackt. Laber nicht. Ja. Junge, sogar dein Kettenrad ist voll kacke. Aber ey, sei froh, dass das aufs Moped gegangen ist und nicht auf dich. Ja. Schaut euch diese weißen Sneaker an. Braun gebrannte, trainierte Beine. Eine Shorts, die seinesgleichen sucht. Gekrönt mit einem Broken Headhelm. Junge, was eine Straße. Holy shit. Da muss ich auch mal ein Wheelie machen. Junge, wie viele Schafe sind das bitte? Holy shit! Wo kommen die denn alle her? Mäh! 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 Digga, wie viele Schafe sind das? Mäh! Mäh! Weißt du, was es eigentlich gibt, wenn man fertig ist? Champagner! Schokolade! Ich hab ein schlechtes Gefühl, so lange zu stehen. Schokolade! Schokolade!